Halbzeit in der Gemeinderatsperiode. Welche Projekte hat es in Schwechat im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der letzten Zeit gegeben? Welche Probleme stehen an? Die zuständige Stadträtin Andrea Kaiser gab bei einem Interview Auskunft. Frau Stadträtin, es ist ja jetzt Halbzeit in Ihrer Amtsperiode als Stadträtin. Worauf möchten Sie am Ende Ihrer Amtszeit in 3 Jahren zurückblicken? Also wir sind ja laufend daran, das Wassernetz also zu verbessern. Lange Zeit also sehr wenig geschehen. Es ist hier also leider nicht investiert worden, obwohl es das Gesetz vorschreibt oder vorgeschrieben hat. Also wurde das ignoriert. Die Gelder hat man eher für andere Zwecke benutzt, also Sprichwort Multiversum halt wieder, ne? Und in den letzten Jahren ist es aber schon so, dass wir eben nach unseren bescheidenen Möglichkeiten jetzt versuchen, das Wassernetz Schritt für Schritt eben in Ordnung zu bringen. Sie sind ja nicht nur zuständig für die Wasserversorgung, sondern auch für die Wasserbeseitigung, sprich Abwasserbeseitigung. Welche Projekte hat es da in den vergangenen Jahren gegeben? Was konnten Sie verwirklichen? Ja, wichtig ist, dass man weiterhin das Kanal- und Wassernetz in Ordnung hält, also saniert. Ganz einfach, ja, weil ich habe das eben beim letzten Gespräch schon gesagt, auch diese Hauptwasserleitung, die eben aus Manswörth kommt, schon sehr stark sanierungsbedürftig ist. Und ja, wenn einmal die Hauptleitung irgendwo einen größeren Schaden hat, dann wird es halt sehr schwierig in Schwechat. Ohne Wasser wird es problematisch. Ja. Und ich weise schon die letzten Jahre darauf hin, dass da was geschehen muss, obwohl das natürlich jetzt auch nicht unbedingt, überhaupt nicht in mein Ressort fällt. Das ist eben das Ressort von Herrn Stadtrat Jahn. Aber ich denke mir halt, also da muss man jetzt auch schneller mal reagieren und das in Angriff nehmen. Es gibt ja einige kontroverse Themen in den Parteien der Stadtregierung. Welches Thema ist Ihrer Partei da am wichtigsten? Ja, wichtig wäre mal, dass man offen und ehrlich darüber redet, was für Probleme wir haben, ja. Weil es wird immer der Eindruck erweckt, also über die Medien, dass alles in Ordnung ist. Nicht die letzte Meldung von der rot-grünen Regierung war, wie viel Gutes ist geschehen, ja. Also wie ich das gelesen habe, man dachte, ich sehe nicht richtig, ja. Diese Probleme, die da sind, ja, die eben möglicherweise auch noch viele Millionen oder bestimmt noch viele Millionen der Stadt kosten werden. Und das ist nicht nur das Multiversum, das möchte ich hier auch noch einmal sagen, da gibt es auch noch andere Altlasten, ja, Trappenweg etc., die noch nicht bereinigt sind. Ja. Und, was ist der Trappenweg? Das war ein geplantes Wohnbauprojekt, also das eben dann nicht so umgesetzt werden konnte, wo eben auch schon sehr viel Geld geflossen ist, wo man nicht weiß ganz genau wofür und weswegen, die jetzt eben auch ihre Ansprüche stellen. Davon erfährt der Schwechater nichts, ja, weil das natürlich immer im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung stattfinden, diese Beschlüsse. Und wir als Mandatare eben angehalten sind oder gesetzlich eben nichts dazu sagen dürfen, weil wir der Amtsverschwiegenheit unterliegen. Welches Projekt möchten Sie am Ende Ihrer Amtsperiode verwirklicht haben? Ja, ich bin ja sehr engagiert, auch schon die letzten Jahre. Und zwar stört es mich sehr, dass es eben die Mieter der Wohnhäuser, also der Gemeindewohnhäuser in Schwechat, die Kosten zahlen dafür, dass die Stadtgemeinde Schwechat jahrzehntelang nichts investiert hat. Ja, also da pfeift es durch die Fenster, dass man oft den Fernsehen nicht mehr hört. Ja, da kann man heizen, was man will. Die Leute haben auch horrende Heizkosten und es ist trotzdem nicht warm. Ja, es sind die Fassaden in einem desolaten Zustand, die Heizhäuser. Ich habe mir das alles angeschaut. Also ich glaube, ich kenne jetzt eigentlich schon jedes Heizhaus in Schwechat. Ja, und es ist dort wirklich schlimm, ein echter schlimmer Zustand, also man kann sich das gar nicht vorstellen. Und ich kämpfe jetzt darum, natürlich, ich habe auch mit der Frau Bürgermeister schon gesprochen, dass man diesen betroffenen Mietern eben eine Mietzinsminderung zukommen lässt. Ja, das, den Anspruch hat eigentlich und hat tatsächlich jeder Mieter. Und
Das wäre halt mein größter Wunsch, dass wir das durchbringen. Natürlich, die Frau Bürgermeister hat gemeint, es ist dafür kein Geld da, hat sie recht, ja. Aber trotzdem kann man das nicht auf die Mieter alleine abwälzen, ja. Dass diese Mieter mit den schlecht isolierten Wohnungen am Ende ihrer Amtszeit besser dastehen als jetzt. Ja, auf jeden Fall und hoffentlich schon früher, ja. Frau Stadträtin, ich danke für das Gespräch. Dankeschön.